Ich machte mich auf in Richtung Marktplatz, um auf den Heimweg zu gelangen. Schon wenig später bummelte ich auf dem schlummernden Rummel herum. Aufgrund der Spannungsmusik, die im Hintergrund spielte, konnte ich mir denken, dass bald etwas Dramatisches passieren würde. Neugierig schlenderte ich an der Achterbahn und dann am Kettenkarussell vorbei, die wie alle anderen Fahrgeschäfte und die Wohnwagen der Schausteller vor sich hin träumten. Als ich bei der verrammelten Losbude vorüberspaziert war, sah ich plötzlich etwas auf dem Boden schimmern. Zu meinen Füßen lag ein Gebiss. Kommissar Engelmann auf heißer Spur. Ja, das ist meine Zeit, ich bin voll dabei. Keine Feier ohne Mad Eagle oder Toast Hawaii. Herr Kommissar, wollen Sie etwa andeuten, ich hätte ein Techtelmechtel mit Mechtel-Techtel gehabt? Nun, Johann, hatten Sie ein Techtelmechtel mit Mechtel-Techtel oder hatten Sie kein Techtelmechtel mit Mechtel-Techtel? Das Unheimliche, hallo, mit der Maske, der fiesen und der langen grünen Umhang. Ja! Oh, das unheimliche Phantom! Oh, mit der Maske! Oh, und der Peitsche! Oh, und dem fiesen langen Umhang! Oh, bisschen mehr zittern! Schossen mir in die Augen und meine Ohrläppchen schlackerten wie die Fähnchen am Kühler einer Staatskarosse. Der Mörder im Wagen vor mir fuhr plötzlich einen Überschlag und glaubte wohl, mich mit so einem abenteuerlichen Manöver abhängen zu können, aber ich zischte einfach hinterher. Nabend, hiesige Mordkommission, Kommissar Heinz Engelmann am Rohr. Nabend, Herr Kommissar, ja. Ich bin's, der Teddy. Ach, unser Star-Reporter. Was ist denn los? Ein letzter Cognac und eine Oberstolz am Zahn. Dann muss ich los zum nächsten Tatort fahren. Dann wird irgendwem wieder der Garaus gemacht. Ein letzter Cognac, dann muss ich raus in die Nacht. Okay, noch ein Cognac, dann muss ich raus in die... Gut, überredet. Noch ein allerletzter Cognac, dann muss ich aber raus in die Nacht. Dank. Ende. Vielen Dank! Dankeschön! Vielen Dank! Dankeschön! Auf euch!